Und in dem Sinne, herzlich willkommen zu Black Myth Wukong. Willkommen zurück. So, wir sind weiter hier auf dem Ascheberg. Im geheimen Gebiet auf geheimer Mission. Und machen die Quest vom Stier. Raus, raus, raus. Danke. So, und ich nehme... Oh, das ist der sechste Wagen. Rostgoldkarren. Der wird wahrscheinlich ein bisschen krasser sein wie die anderen, nehme ich an. Ja, der frisst auch schon hier die ersten Gegner. Das ist der Stier. Der hat den Stier gefickt. Der Stier ist so ein Lappen, Junge. Junge, der Stier, er ist so ein Lappen. Wir haben 5 von diesen Wegen platt gemacht, ne? Und der Stier sagt zu mir, ja, hättest du mir ruhig einen übrig lassen können. Jetzt hat er seinen eigenen Wagen als Gegner gehabt. Und was passiert? Der Wagen hat ihn auseinandergenommen. Also so viel dazu. Ganz andere Frage, die ich aber gerade habe. Warum ist vorne an meinem Umhang so ein widerliches Insekt? Und zweite Frage, die ich habe, warum fällt mir das jetzt erst auf, Junge? Das ist ja absolut ekelhaft. Das ist ja widerlich. Ekelhaft. PayPal to win oder auch Lootboxen in Games, ganz schlimm, wer das erfunden hat. Also wer das erfunden hat, ganz schlimm. Wobei ich so ein bisschen die Meinung vertrete, du hast ein Singleplayer-Game, wenn du einen Ingame-Shop hast, Chaos, vielen, vielen Dank für dein zweites Flammenherz. Wenn du einen Ingame-Shop hast mit Sachen, die dein Gameplay verbessern, also Schwerter, die mehr Damage machen, so eine Scheiße, da bin ich, das soll es nicht geben. Sowas sollte kostenlos freischaltbar durch Game Progress sein. Wenn du aber, ich weiß, es ist keine gute Geschäftspraktik, aber wenn du einen In-Game-Shop hast, auch in einem Singleplayer-Game, und da gibt es halt ein paar Cosmetics, Bro, es ist jedem selber überlassen, ob er sich welche kauft oder nicht. Und mich trifft selber, ich kaufe mir da selber gerne mal was, auch wenn es absolut nicht in Ordnung ist. Und es sollte eigentlich über Gameplay freischaltbar sein. Aber es ist jedem seine eigene Entscheidung, ob er sowas macht oder nicht. Was gar nicht geht, auch gerade in Online-Games, hier World of Tanks oder was weiß ich, was wie die ganze Scheiße heißt, oder Handy-Games, du zahlst 50 Euro, hast einen spielerischen Vorteil gegenüber jemandem, der keine 50 Euro zahlt. Das geht gar nicht, braucht man gar nicht diskutieren. Cosmetics für Geld wegen mir. Muss jeder selber wissen. Keiner zwingt dich, die zu kaufen. Ha? Den habe ich gedodged. Den hatte ich gedodged, der hat mich trotzdem getroffen. Bisschen schade. Das war ein bisschen schade. Da sind wir an einem Bug gestorben. Da bin ich genau durchgedodged, das hat mich trotzdem irgendwie, hat's connected. Das war etwas schade, aber ist egal, wir haben nicht viel Zeit verloren. Reek, WB. Hallo Starkiller, grüß dich. So, was schreibt Chaos? Ging mir auch bei Ghost of Tsushima so. Na, aber Ghost of Tsushima, muss ich sagen, da hat mir nicht der Spice gefehlt. Das Game war einfach von vorne bis hinten geil. Da hatte ich, da kam nicht so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will dieses Game jetzt nur noch durchzocken. Den gab es bei Ghost of Tsushima nicht. Da hatte ich von Anfang bis Ende Bock. Das war geil. Wo du die alte Musik freischalten konntest für 10 Euro oder so, also im Remake. Ja, sowas ist ja in Ordnung. Ich finde das cool, wenn du mit gewissen Quests spezielle Währungen bekommst, damit du die... Also grundsätzlich, ich finde es grundsätzlich geil, wenn du dir über In-Game-Progress Sachen freischalten kannst. Also wenn du zum Beispiel, du machst jetzt In-Game eine komplette Questreihe, die dich wahnsinnig viel Zeit kostet, so wie hier in Wukong, Junge.
Und du schaltest dafür irgendwas Geiles frei. Das ist so belohnend, weil du weißt, ich habe gerade 3 Stunden eine übelst anstrengende und eine übelst geheime, verzwickte, was weiß ich was, Questreihe gemacht. Und du kriegst dann irgendeinen geilen Skin. Junge, du trägst... Wer bist du denn, Alter? Warum buddelt er sich hier einfach aus, nachdem ich hier 5 Minuten stehe? Du warst doch gerade noch nicht da. Junge, wenn du dafür, für so eine Questreihe nachher einen Skin bekommst, du wirst den mit fucking Stolz tragen. Du wirst den anziehen, wirst dich angucken und dir denken, geil, Junge, den habe ich mir erarbeitet. So, und jetzt hast du aber mittlerweile, gerade bei Ubisoft, einfach verfickte Skins, für die du 15 Euro zahlst und du ziehst den Skin an und denkst du so, ja, okay. Der sieht vielleicht ultra krass aus, aber du wirst immer innerlich wissen, ich habe dafür 15 Euro gezahlt, ich habe mir den eigentlich nicht verdient, das ist mein Geld, was ich da ahne. Und das ist scheiße. Und wie gesagt, ich pay da auch selber gerne mal rein. Ich bin da auch so ein kleiner Mogli, Alter, aber es ist was anderes. Es ist ein anderes Feeling einfach. Es ist einfach so. So, was wollte ich machen? Ich wollte skillen. So, was skillen wir denn, ne? Ist die andere Frage. Nach 6 erfolgreichen Treffern mit den ersten 4 Aktionen der leichten Angriffskombo verursacht der finale leichte Angriff zusätzlichen Flächenschaden. Eigentlich will ich eher Single-Target-Damage, ne? Favorite Boss aus Wukong. Boah, das ist schwer. War der Stier wohl doch kein Lappen? Ja, der war unter der Gürtellinie, ne? Den hättest du mir jetzt nicht reindrücken müssen, den Spruch. Aber ja. Cosmetics kaufen in Games finde ich nie schlimm. Na, ja, ja, okay, Filat, natürlich ist es jedem selber überlassen, aber du redest wahrscheinlich von Online-Games. Aber was ist mit Cosmetics in Singleplayer-Games? Ich finde, es gibt einen Punkt, dass du sagst, ja, es ist jedem selber überlassen. Aber dann sage ich auch, es ist ein Singleplayer-Game, für das zahle ich 60 bis 90 Euro. Nur für das Game, für ein Singleplayer-Game. Und dann gibt es in diesem Singleplayer-Game, gibt es einen Skin, den du dir nochmal für 25 Euro kaufen kannst. Alter, kann man den nicht mit ins Game integrieren, das ich eh für 80 Euro gekauft habe? Das meine ich. Normal sollte der Teil des Games sein. Ich habe mir einmal, das war einmal, danach habe ich es auch nie wieder gemacht, aber einmal habe ich mir ein Assassin's Creed Odyssey, aber das Game fand ich auch legendär stark, da habe ich es gerne gemacht. Da habe ich mir so ein Pegasus-Pferd gekauft. Das war cool, aber jetzt imagine, ich hätte dieses Pegasus-Pferd durch eine Questreihe freigeschalten, in der es irgendwie um Pegasus geht und was weiß ich was. Das wäre 1000-mal geiler gewesen. Hallo Nighty, grüß dich. Schön, dass du da bist, wie geht's dir? Unbedingt upgraden, dass du deine Angriffskombo beim Ausweichen nicht mehr abbrichst. Das gibt's. Das habe ich noch gar nicht gesehen, ne? Wo mache ich das? Egal, wir haben eh keine Skillpunkte mehr. Gucken wir nachher. So, jetzt ficken wir erstmal den Wagen hier auseinander. Hab 3,70 Euro in Brawl Stars investiert, ich schäme mich so. Junge, wegen 3,70 Euro, Alter, wenn ich dir jetzt erzähle, wie viele 1000 Euro ich schon in Skins investiert habe, was soll ich dann sagen, hey? Den habe ich gedodged. Schade. Trotzdem Damage gemacht. Ich wusste, was er macht und habe trotzdem falsch reagiert.
Da wollte er mich wieder grabben, Alter. Oh, du. Der Wagenboss sieht cool aus, ja. Ach so, genau. Favorite Boss aus Wukong, hatte jemand gefragt. Boah, das ist eine schwere Frage, ne? Das ist wirklich eine schwere Frage. Favorite Boss. Also die zwei Köpfe waren cool. Diese zwei abgehackten Köpfe. Die fand ich stark. Oh, wir haben ihn gerade übelst auseinandergenommen, ne? Der Skorpion war auch ganz cool. Der so ein bisschen aussah hier wie Elden Beast am Ende. Den fand ich stark. Aber irgendwie, eigentlich hatten alle Bosse, ich finde eigentlich alle Bosse cool. So einen wirklichen Favorite Boss tue ich mich echt schwer zu benennen. Da, ich muss weg. Scheiße. Es gab ein paar Bosse, die fand ich nicht so cool. Die könnte ich dir nennen. Wir haben ihn. Ah, der Stier war doch ein Lappen. Ich drücke immer die falsche Taste, Junge. Den wollte ich eigentlich drücken. Der Stier war ja doch ein Lappen. Ist der jetzt tot? Wo liegt denn der? Da, ist der schlecht. Der ist einfach gestorben. Nee, der stirbt noch. GG. Wenn der überlebt, habe ich wieder Respekt vor ihm. I would not regret it, but I failed, brother. Failing his mission is what I regret. My king must have done something reckless for that dumb boy. The truth, I wager, lies beyond that door. That cursed cart was no match for me. I went easy on it. That's all. Oh shit! Quite a good lad you are. But remember, jetzt tut er mir irgendwie wieder leid, ne? Jetzt hat er mir doch irgendwie leid getan. Du besiegst in Devil May Cry 5 den Boss am Anfang, den du mit Nero noch nicht schaffen sollst, und du schaffst den. Schaltest du am Ende ein Foto frei mit Danke und ein Secret Ending. So nach dem Motto, zu gut Ende. Ja, das ist halt, sowas ist halt geil. Warum ist auch fucking Elden Ring so erfolgreich? Warum lieben alle Elden Ring? Du machst eine Questline, die geht 40 Stunden. Und am Ende kriegst du ein fucking overpoweredes Schwert. Und du benutzt es mit Stolz. Und es ist overpowered und es darf auch overpowered sein, weil ich habe eine 40-Stunden-Questline dafür gemacht. Und dann, das ist dann geil. Aber jetzt mal imagine, du kaufst dir so ein Schwert. Ist doch total witzlos irgendwie. Und das ist genau das, was Games wie zum Beispiel Elden Ring einfach richtig machen. Und deswegen sind sie einfach so beliebt. Das Detail. Danke fürs Teilen. Achso, du hast es falsch verstanden. Das Foto ist alles, was du bei Capcom bekommst. Ja gut, aber immerhin kriegst du irgendwas, ne? Also teilweise kriegst du einfach gar nichts. So, okay. Hier müsste jetzt auch wieder irgendwas Krasses sein, oder? Ich frage mich, ob wir jetzt direkt irgendeine Belohnung kriegen oder
ob jetzt noch ein Boss kommt. Ach so, übrigens, Drache, ich weiß nicht, ob du auf unserem Discord bist, aber wenn nicht, bist du herzlich dazu eingeladen. Und an alle anderen, gerade an dich, Chaos, falls ihr meinem YouTube noch nicht gefolgt habt, falls ihr nicht auf dem Discord seid, kommt drauf. Discord ist ein Fiebertraum, aber ein lustiger Fiebertraum. Deswegen seid ihr gerne herzlich dazu eingeladen, auch Teil unseres Fiebertraum-Discords zu sein. Warum sieht auf einmal alles so komisch verwaschen aus, Junge? Wo bin ich jetzt schon wieder? Hat sie mich gerade wegteleportiert? Was soll denn die Scheiße? Ich wurde gerade einfach hier irgendwie schon wieder woanders hin teleportiert. So, die können wir one-shotten, wenn wir die mit einem schweren Angriff treffen. Das ist sehr gut. Discord ist wo verlinkt? Auf Twitch tatsächlich. Auf Twitch, aber ich kann dir auch den Link kurz hier reinschicken. Aber grundsätzlich, wenn du Bock hast, kannst du sehr gerne auf Twitch auch rüberkommen. Da ist ein bisschen mehr im Chat. Kleines Stück Scheiße, Alter. Du kleines Sch. So, warte, jetzt schicke ich dir den Discord-Link. So, ich weiß nur nicht, ob du den hier raus, ob du den hier rauskopieren kannst. Finde die Bossdichte zu hoch in dem Game. Darunter leidet das Setting. Ich finde das, also ich finde grundsätzlich finde ich Bossfights sehr cool. Ich finde, das könntest du sagen. Das könntest du sagen, wenn die Bosse nicht gut wären. Dann könntest du sagen, hey, es sind einfach zu viele Bosse und dafür sind sie nicht so gut. Aber dadurch, dass zumindest die großen Story-Bosse trotzdem alle sehr, sehr gut gemacht sind und alle komplett eigene Mechanics haben und alles. Dadurch, finde ich, ist es kein Argument mehr. Erhöht den Angriff leicht. Erhöht die Brandresistenz moderat. Okay, ja. Jetzt nicht unbedingt. Bin clever, hab Screenshot gemacht. Oh, das ist wirklich schlau. Du hast mehr Bosse als normale Gegner gefühlt. Ja, aber das Crazy ist ja, die Bosse sind ja trotzdem gut. Also die Bosse sind ja trotzdem gut gemacht. Du hast so ein paar Mini-Bosse, die haben eine Bossleiste. Die sind jetzt nicht so krass. So diese Pilze, die aus dem Boden kommen, wo wir vorhin einen besiegt haben und so. Die sind jetzt natürlich, die haben jetzt keine großen Mechanics oder so. Aber die Kapitelbosse und so, diese wirklichen Story-Bosse, die zur Main-Quest gehören, die sind ja alle einzigartig, die sind alle optisch total geil. Also da sage ich mal mindestens auf einem vergleichbaren Level wie Elden Ring. Optisch. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass das Game irgendwie jetzt gesagt hat, wir machen viele Bosse, aber dafür sind die nicht so gut. Sondern die Bosse sind trotzdem alle geil gemacht. Und du hast einfach ultra viele. Also so Win-Win, actually. Ich finde das geil, dass immer neue Bosse kommen.
Aber ja, Nighthawk, vielleicht hast du auch irgendwo auch recht. Vielleicht ist ja auch das, was mich an dem Game stört, dass du alle 5 Minuten einen Boss hast. Aber glaube ich nicht. Aber ich habe auch noch nicht rausgefunden, was mich an dem Game stört. Weil das Game ist so gut, ne? Aber irgendwas ist es, dass ich dieses Game heute durchspielen will. Würde ich das Game heute durchspielen, würde ich mich freuen. Und das ist das Komische. Normal solltest du ja wünschen, dass das Game noch länger geht. Sag mal, Nighthawk. Du hast schon mitbekommen, dass ich mir nur wegen dir ein neues Mischpult geholt habe. Oder ist es an dir vorbeigegangen? Das macht das Spiel ja gerade auch aus. Viele Bosse und Abwechslung. Ja, genau. Denke ich auch. Also, ja, wobei Abwechslung ist so, weil Abwechslung lasse ich nicht gelten, weil nimm mal einen Elden Ring. In einem Elden Ring hast du wirklich Abwechslung oder in einem Dark Souls 3, gebietstechnisch, waffentechnisch. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, die eine Waffe schießt Blitze, die andere Waffe macht Bleed Damage, jede Waffe hat ein Waffentalent. Das fehlt mir hier. Das fehlt mir hier. Du hast einfach immer einen Stock. Natürlich hat jeder Stock dann nochmal hier eine Spezialfähigkeit. Aber diese Diversität aus einem Elden Ring einfach, an Builds, an verschiedenen Waffen, an Rüstungsset, wo jedes Rüstungsset nochmal eigene Effekte hat, das ist das, was mir hier fehlt. Hoffe, das stellst du mir nicht in Rechnung, nicht mitbekommen und warum wegen mir. Naja, Nighthawk, das letzte Mal hat ja dein Sohn mitgeguckt. Ne? Das letzte Mal hat ja dein Kleiner mitgeguckt. Und dann dachte ich mir einfach, wenn dein Kleiner mal wieder mitguckt und ich raste aber aus, dann haben wir einfach hier die Möglichkeit, dass ich zu einem Boss sag, du elendiger kleiner und keiner hört's. Und wenn ich zum Boss sag, ich nehme deine und steck sie, dann hört es auch keiner. Das heißt, dein Kleiner kann jetzt immer hier im Stream sein und beleidigungsfrei meinen Stream genießen. Amazing, oder? Bin gejoint, erstes Bild auf dem Discord, Salami-Pizza, sympathisch, sehr schön. So, dann würde ich sagen, Bossfight, oder? Geil, family-freundlich, er wird sich freuen, sehr schön. The Ball! Das war mein Dodge, by the way. Es sah aus, als wäre das die Cutscene, aber ich bin tatsächlich ausgewichen. Es war ein Quicktime-Event. Also sowas meine ich. Das ist geiles Artwork. Das hier ist geiles Boss-Artwork. Junge, wer hätte gedacht, dass die zwei Vögel in der Kugel drin sind? Ich nicht. Aber ich meine, die sind aus Metall, ne? Okay, der Bossfight hat irgendwie 7 FPS. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich mich auf einen konzentrieren sollte. Das ist so dumm, ich wollte was ganz anderes machen. Das habe ich gedodged, sehr schön, hat funktioniert. Boah, ich kann die noch gar nicht einschätzen hier.
wie ich mit denen umzugehen habe. Warum verliere ich mein Target immer, Junge? Ich will den hier anvisieren, nicht den anderen Vogel. Ich will erstmal einen Platz. Junge, hör auf, mein Autoziel zu wechseln, du Penner. Ach, weil der auf mich zudasht oder was? So eine Hilfe vom Game oder was? Was machen wir jetzt? Ich mache mich erstmal unsichtbar, dann halte ich mich. Er ist scheiße, ne, wenn ich weiß, wo ich bin. Okay, Kugelschlagen ist, glaube ich, keine gute Idee. Die Frage ist, muss ich die Kugel schlagen oder muss ich jetzt einfach abwarten bis... Ah, ne, here we go again. Jetzt kommen sie gleich wieder, ne? Ah, da hätte ich springen müssen, glaube ich. So, welcher ist der mit wenig Leben? Das weiß ich halt nicht. Der war es nicht. Junge, er friert den Falschen ein! Das ist doch scheiße. Hat er gerade in die falsche Richtung getreten? Junge, einfach... Ich kämpfe einfach gegen den lebenden Bock, Alter. Den habe ich gedodged. Ich kämpfe einfach gegen den lebenden Bock. Den habe ich gedodged zum Beispiel. Ich bin kein Fan von dem Bossfight hier, bin ich ehrlich. So, den haben wir. Yo, das ist neu. Oh, da hat sie mich gedodged. Du hast einen Stock und du kannst damit Rafiki spielen. Lass die Bosse die Vergangenheit spüren. Goldbaumkern. Sehr schön. So. Also der Bossfight war ein bisschen laggy und der war weird, weil ich habe immer den einen gekloppt. Und dann hat der hinter mir aber irgendwas gemacht und dann hat sich meine Kamera automatisch umgedreht und den anderen angefokust. Das fand ich irgendwie ein bisschen, das hatte ich glaube ich bei den zwei Köpfen zum Beispiel nicht. Das war ein bisschen weird. Die wollen halt auch irgendwie die Geschichte von Sun Wukong erzählen. Da passt halt kein Schwert oder Zauberstab. Ja, das sehe ich auch irgendwo ein. Das ist natürlich so. Ja, ich glaube, sie haben das Beste rausgeholt, was so halt ging. Weil Wukong hatte halt einen Stock. Das ist halt einfach so. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass halt zum Beispiel... ein Elden Ring Dark Souls. Dadurch, dass halt diese... sich nicht selbst diese Bürde auferlegt hat. Hey, mein Main-Character muss einen Stock spielen, weil Wukong hatte halt einen Stock. Dadurch ist es halt deutlich vielseitiger. So.
So, wo mache ich jetzt diese, dass ich beim Ausweichen, da ist es, 2. Kann ich erweckt werden, weil ich das hier nicht habe? So, jetzt kann ich es wahrscheinlich erwecken, aber jetzt habe ich nicht genug Skillpunkte. Manchmal ist die Vergangenheit Schmerz. So, wir gucken, ob wir Materialien bekommen haben. Kristall des Samadhi-Feuers. Nein, haben wir nicht. Schade. Und weiter geht's. Wir haben keinen Mana mehr. Wir rasten einmal. Also, by the way, dieses komplette Gebiet hier ist secret, ne? Also, alle Bosse, die wir hier machen, das komplette Gebiet, ist theoretisch alles verborgen hinter einer Quest. Oh, der hat auch noch ein Schild, Junge. Bin ich ja gar kein Freund davon, ne? Auch immer wieder amazing. Wie manche Games einfach jeden Content ausquetschen müssen. Oh ne, die kommen beide? Echt jetzt? Um irgendwie so genug Content für ein Game zu haben. Und dann gibt es einfach andere Games. Okay, wir müssen den Kleinen killen jetzt unbedingt. Jetzt, sehr schön. Und dann gibt es einfach andere Games. Die einfach, die verstecken einfach komplette Gebiete hinter einer Quest. Und das Game hat einfach immer noch genug Content. Selbst wenn wir dieses Gebiet hier nicht gefunden hätten. Also die Games sagen einfach, hey, unser Game ist gut so wie es ist. Und wenn du das versteckte Gebiet findest, hast du halt noch mehr Content. Aber wenn du die versteckten Gebiete nicht findest, dann ist der Rest vom Game immer noch mehr als ausreichend. Und andere Games, da findest du alle Gebiete und die sind immer noch nicht ausreichend. Das ist halt auch, das hat mich auch bei Dark Souls fasziniert, wo ich mir dachte, Alter, andere Games, die schicken dich in jedes Gebiet dreimal rein. Mit Backtracking und nochmal eine Sidequest da hinten, wo du schon vor 30 Stunden warst und was weiß ich was. Alter, und in Dark Souls ist das halbe Game ist geheim. So, das findest du ohne Guide gar nicht. Und das Game ist trotzdem geil und groß genug. Oh, ist das gut? Da rutsche ich runter, ne? Kann das sein? Aber hier ist Sackgasse, wenn mich nicht alles täuscht. Lol, der ist runtergefallen. Wait a minute, ich bin verwirrt.
So, wenn ich die Eisbahn runterschlitter, dann komme ich auch hier unten an. Also kommt es eigentlich hart aufs selbe raus. Okay, never mind. Dann können wir auch hier lang gehen. Hallo, Ferroseus. Also diesen Insider mit Elo-Tricks verstehe ich nicht. Aber ich freue mich auch auf einen gediegenen Abend. Warte mal, okay. Da wären wir runtergekommen, wenn wir die Eisbahn gerutscht wären. Soweit so gut, das verstehe ich noch. Aber, was hat es hiermit auf sich? Komme ich hier hoch? Nee, das war zu erwarten. Okay. Das heißt, wir können eigentlich nur hier lang. Ich muss auch sagen, ich freue mich schon immer auf den nächsten Boss, ne? Also ich denke mir schon immer so, boah, könnte da unten ein Boss sein, also wo ich hier gerade reingesprungen bin. Das ist auch so relativ klein, aber so eine runde Arena, dachte ich mir auch schon, boah, kommt da jetzt wieder ein Boss? Also du bist schon hyped auf den nächsten Bossfight, weil die Bosse alle cool gemacht sind. Vielleicht sogar ein Ticken mehr wie bei Elden Ring. Weil bei Elden Ring bist du in so ein Legacy Dungeon rein. Das ist stark. Bei Elden Ring bist du in so ein Legacy-Dungeon rein und du wusstest halt genau, okay, da kommt jetzt entweder die komische Katze am Ende oder was weiß ich was. Natürlich nicht immer, auch da waren manchmal neue Bosse, so, aber die meisten Elden Ring-Bosse Entschuldigung, nicht Legacy-Dungeons, sondern in den normalen Dungeons. Da war so viel Reused-Shit mit dabei. Das gab's hier jetzt noch nicht. Hier wurde, glaube ich, jetzt ein Boss hier wurde gereused und das war dieser Feuerstein von vorhin. Alle anderen Bosse waren wirklich sehr einzigartig. Natürlich hast du bei Elden Ring auch eine Million mehr Story-Bosse. Mit Malenia etc., die übelst krass waren. Aber so diese Dungeon-Bosse bei Elden Ring, die waren irgendwann so, okay, zum 17. Mal eine Katze aus Stein. Ich dachte, da kommt eine Cutscene erstmal. Okay, der ist krass, glaube ich. Der ist krass. Meine Ulti gefickt. Ich hatte 2 Fokuspunkte. Und er hat meine Ulti unterbrochen. Die hat ihn komplett auseinandergenommen. Boah, mal gucken, aber der sieht krass aus bis hierhin. Der sieht super anstrengend aus, weil der ist komplett auf Crack hier. Und ich stehe im Feuer drin, by the way. Fun Fact am Rande. Der Boden ist literally Lava, Alter. Also hier könnte es tatsächlich passieren, dass wir den Feuerumhang brauchen.
Aber vielleicht kriegen wir noch so, ne? Okay, er hat nicht mehr allzu viel Leben. Eventuell kriegen wir noch so. So, einmal ein bisschen Zeit schinden hier. Wir haben keinen Mana mehr. Wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Er ist so crazy auf Crack, ne? Also alles explodiert. Ich check überhaupt nicht mehr, was abgeht, aber ich würde ihn gerne mal hier rüber. Hier ist auch Feuer! Bleibt er irgendwann noch mal stehen? Was ist ein Feuermantel, Junge? Brauche ich nicht. Oh nee, Digga, weinende Babys ist ganz schlimm. Our master bade this child be born, but he never knew my struggles. How can we but follow the master's word? Rakshasi, you know it was he who made you drink from the river of childbearing. Shut it. You shall never speak of it. The king knows why I had to drink it. But I haven't glimpsed him ever since then. He made it another reason for his absence. Rakshasi, your husband shirks dishonor this way. He granted you this cave with his Mount Bishwe beast as its sentinel. He's compromised enough for the sake of our master. You will seal your lips on this. Our family would be doomed if anyone knew the truth behind this child. Fear not. Master bids me aid you in secret. You and the bull, you will rear this child to manhood. And when the boy comes of age, well, on that day, he will be living proof of the dark deeds of Mount Lingshan. Alter, wer war er denn? Er sah einfach aus wie Hellboy. Game macht schon vieles richtig, aber das Boss-Rushen ist nicht meins. Mir fehlt es einfach, die Welt zu entdecken. Ich überlege aber auch, imagine mal, du nimmst dieses Game hier, machst eine geile Open World mit noch ein paar Collectibles, noch ein paar mehr Rüstungen und so, die du finden kannst, vielleicht ein paar mehr Waffen. Und setzt die Bosse aus dem Game, das sind ja nicht wenige, einfach in die Open World rein. Und du findest sie so beim Erkunden und so ein bisschen wie Elden Ring, so die Richtung. Ich glaube, das wäre so the perfect Mix. Auch die emotionale Bindung zu den Charakteren, wie bei... Ja, natürlich, aber... Es kann nicht jedes Game Mass Effect sein. Aber er ist auch schon wieder ein Boss, ne? Ja. Mit eurem Drecksfeuer hier, Alter. Mann, ich hab 5 FPS, wenn er seinen scheiß Feueratem macht.
Danke, Jungs. So. Und God of War ist natürlich, Sound kackt gerade ab. Ja, okay. Kommt gleich wieder. God of War ist natürlich, by the way, stimmt, diesen Soundbug haben wir schon länger. Der war jetzt aber eine Weile weg. Jetzt kommt er wieder. Ich glaube, ich habe was, was wir gegen diesen Soundbug machen können. Dass der nie wiederkommt. Das muss ich aber heute nach dem Stream in Ruhe mal umstellen alles. Weil wir haben ja hier unser neues Mischpult. Und da gibt es eine Einstellung, mit der sollte dieser Soundbug nicht wiederkommen im Normalfall. Wait, wir sind wieder hier, wo der Stier gestorben ist. Kann das sein? Sound wieder da? Ja, ja. Das sind immer so 10 Sekunden, 5 bis 10 Sekunden. Problem kenne ich leider schon. Aber wie gesagt, sollte mit der neuen Einstellung nicht mehr. Also Hintergrund ist der. Ich kann es auch einfach kurz erklären. Es ist auch nicht allzu kompliziert. Ich könnte als Stream Sound. Ich könnte als Stream Sound einfach meinen Desktop-Gesamtsound nehmen. Das heißt, ich habe eine Audioquelle. Ich habe eine Audioquelle, die packe ich in mein Streaming-Programm und das, was ich hier höre, hört ihr auch. Alles gemischt, sozusagen. Hat aber den Nachteil, ich kann nichts ausblenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will wenn ich hier Spotify anmache, will ich das nicht in meiner YouTube-Aufnahme haben, sondern nur im Stream. Ich kann die Audiospuren nicht mehr trennen, weil es alles eins. Also was mache ich? Ich nehme jedes einzelne Programm als einzelne Audioquelle ab. Ich habe einmal Spotify, ich habe einmal das Spiel, ich habe einmal mein Mikrofon. Hat den Vorteil, ich kann alles einzeln von der Lautstärke anpassen. Ich kann sagen, mach nur Spotify lauter, lass das Spiel aber so laut, wie es ist. Und ich kann sagen, Spotify in meiner Aufnahme für YouTube ausblenden. So, wenn ich das aber mache, habe ich den Nachteil, dass alle 1 bis 2 Stunden einmal der Game Sound abkackt. Warum auch immer, weil irgendwas an diesem ist halt noch ein bisschen verbuggt da dran, das ist halt einfach so. Und jetzt kann ich aber über mein Audio-Mischpult kann ich dasselbe machen und ich glaube, da haben wir den Audio-Bug nicht. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, welchen Stock ich will. 140 Verteidigung. Ach, den kann ich sowieso nicht machen. Dann ist die einzige Frage. Der hat halt keinen Special Move. Der macht 105 Angriff und 10% Crit-Chance. Und der macht 108 Angriff ohne Crit-Chance. Aber der hat einen einzigartigen Effekt, der nicht schlecht ist. Ich glaube, ich behalte den. So, wir haben eine neue Rüstung. Junge, was? 80? 80? Meine jetzige Rüstung hat 43. Und du willst mir erzählen, die hat jetzt 80. Doppelt so viel. Bro, was? Wie? 160! Das Game ist doch geisteskrank. Oh, das Game ist doch nicht mehr normal. Das Eisenhorn des Stierkönigs. Wo kriege ich sowas her? Ich brauche noch zwei. Gib mir das. Ich will ein Eisenhorn des Stierkönigs. Kann ich mir das irgendwo kaufen, Drache?
Oder müssen wir Bosse klatschen dafür? Oh mein Gott, sehen wir stark aus. Das ist cool. Ne? Jetzt sehen wir aus wie so ein scheiß Samurai. Das ist stark. Holy shit. Ne, auch geil. Das Game ist einfach so... Kriegst du eine Rüstung, die hat 10 Verteidigungen, dann 16, dann 22, dann 30 und dann 1 Million. Du musst das Game nochmal spielen und die Quest nochmal machen. Dann bekommst du die fehlenden Materialien. Also das ist aber auch, das ist auch nicht korrekt, ne? Also das ist nicht cool. So, wie komme ich jetzt zu dem Penner? Hier lang war das, ne? Glaube ich. Also ich finde, ein Game sollte mir in einem Durchlauf alles, was ich finden kann, auch irgendwie darbieten. Es sollte keine Mechanik geben, dass ich um irgendwas, wo ich freigeschaltet habe, das Game ein zweites Mal spielen muss, um es dann auch wirklich zu benutzen. Das gefällt mir nicht. Wir machen gleich eine Wette vor dem Boss. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Der nervt mich auch so. Crazy. Habe ich so gehört. Kann auch sein, dass du die Materialien auch so bekommst. Ich hätte jetzt gesagt, wir kriegen die auch so. Wäre jetzt nur meine Vermutung. Weil wir haben immer die Materialien irgendwie... Ich check in dem Game nicht, was ich wann bekomme. Ich weiß, es blinkt immer auf nach den Bosskämpfen. Aber, auf einmal habe ich irgendwas. Ich weiß immer nicht, woher ich das bekommen habe. Ich gucke so in mein Inventar, ich habe irgendwas übelst krasses Neues und ich habe keine Ahnung mehr, wo ich das her habe eigentlich. Sieht auch sehr beeindruckend aus, ne? So. So, und weiter geht's. Oh, wir kriegen nochmal einen Schrein davor. Sehr schön. Chat, stimmt ab. Weh, ihr stimmt nicht ab, dann banne ich euch. Ich sag nein? Was bist denn du für ein Non-Belieber, Junge? Du musst an mich glauben, Chaos. Aber um abzustimmen, musst du sowieso auf Twitch rüberkommen. 3? Stark, Army. 3 ist, wäre auch für mich in Ordnung. Father, I brought him here. It's the destined one. Brother is not around. You can hand it over to him now. Ich hätte aber auch eine... Brother will surely give up on his plan once it's returned. And then we will be a family again. 500 auf Ja, Ehrenpeske. Interessante Intimbehaarung auf jeden Fall. Nette Frisur. Ich timeoute dich gleich für 20 Minuten. Da hast du eine 20. Are you not thinking straight, Father? I brought the destined one here to save you. Erkunde den versteckten Ort Höhlentiefen im Geheimnis Bishui-Höhle. Was sagt mir das Bärenhäuter? Oder was möchtest du mir damit kundtun? Ich glaube, du brauchst 8. Auf jeden Fall mehr als 5. How can you say that to me? I went through flames to find the destined one for you. But you, Father, don't you see?
Ach so, für die Materialien meinst du Bärenhäute, oder was? Ach, sie ist doch böse. Und jetzt bringt sie ihn um, oder? Sie ist das eklige Baby. Brother, roter Junge. Stark. Stark. Oh mein Gott, er ist wirklich hässlich, ne? Also auch seine Augen sind hässlich. Aber auch gut, dass er einfach roter Junge heißt. Here we go. My fire point is out of blood. Er dürfte auch wieder mehrere Phasen haben. Weil nur für eine Phase ist ja deutlich zu bad. So, ich würde jetzt gerne noch ein Ulti raushauen. Schade. Here we go, Phase 2, aber wir müssen ihn nicht komplett besiegen vorher. Ach du Scheiße. Den habe ich gedodged. Ausbackt ein bisschen. Die habe ich auch gedodged, haben mir trotzdem Damage gemacht. Insane. Also wenn er nur eine Phase hat, ist er ein richtiger Lappen. Glaube ich aber nicht. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Der ist niemals so schlecht. Sonst hätte er auch gestanden hier Sieg und so weiter. Der war auch viel zu optisch uneindrucksvoll da. Der verwandelt sich jetzt in irgendwas übelst krasses. Bärenhäuter, vielen Dank für die Info.
Since it came into my possession, I've kept it in my stomach, hidden from all. I am old now. Fears have grown in me. Fear of war. Fear of death. Das ist aber eine lange Cutscene für zwischen Phase 1 und Phase 2. That is why I dare not consume it. Let alone give it back to him. Destined, deprived, it's all the same. Wahrscheinlich klaut er sich den Stein jetzt und ist dann noch mächtiger, oder? Ich glaube nicht, dass er. Thanks to this false death talisman. Poor keeper. Seems his legacy was his only offer after all. Ah, shit. Ah, shit. Here we go again. Oh mein Gott. My boy ist wieder da. Der war ja vorher schon hässlich, Junge, aber das ist natürlich jetzt hier wieder völlig neues Ausmaß, Digga. Ja. No wonder not a single raindrop was fanned. It was your trick the whole time. My bad, old bull. I was a bit delayed. Little rascal, I'll teach you a lesson on your parents' behalf. Du kleiner Schlingel, sagt er einfach, Alter. Ja, der bangt uns gleich aus dem Leben. Er sagt einfach, du kleiner Schlingel zu ihm. Den zweiten habe ich gedodged. Den habe ich auch gedodged. Oh.
Das ist... Du Wichser, du Elendiger. Den habe ich gedodged, Alter. Und danach hätte ich ihn gekillt, Junge. Der ist richtig schlecht. Der ist ja richtig schlecht, der Boss. Also wenn der keine... Ja, alles gut, Peske. Also in 105 kalten Wintern brauchen wir für den nicht mehr wie 3 Versuche. Also für einen Kapitel-Endboss, wir haben den gerade fast First Try gemacht, für einen Kapitel-Endboss ist der ja übelst schwach, Digga. Also wir hätten dann gerade noch 2 Hits gefehlt, dass wir den gekillt hätten. Wir fangen direkt in der zweiten Phase an jetzt. Lol. Also wir haben ja jetzt noch einen größeren Vorteil wie gerade eben. Weil wir fangen jetzt in der zweiten Phase an mit vollem Mana und alles. Außer er hat jetzt nochmal 2 Phasen, das weiß ich natürlich nicht. Den habe ich gedodged. Welches Level bist du gerade? Keine Ahnung. Soundbug? Soundbug wieder weg? Der sieht krass aus, der Boss. Set Music. Das Geile ist ja, den Soundbug hört nur ihr, ne? Den hört nur ihr, ich höre den gar nicht. Das ist das Allerdümmste. Den hörst du einfach nur im Stream. So, 2 Versuche. Er backt komplett, Junge. Ich bin in dem Stein drin geglitscht. Den hab ich gedodged. Den hab ich auch gedodged. Oh mein Gott, das hat mal funktioniert. Den habe ich gedodged. Ich kann mich nicht heilen, Junge. Diese scheiß Heilentaste buggt, Alter. Würde diese Heal-Taste nicht die ganze Zeit buggen, dass ich drauf drücke und er nichts macht, dann wären wir gerade 2-mal hintereinander nicht gestorben. Abgesehen davon, dass wir ihn beim ersten Mal fast gekillt haben. Aber ich drücke heilen und er macht es nicht, weil er irgendwie noch einen Schritt zu Ende macht oder was weiß ich was. Das ist übelst bad gemacht. Are you trying to fight anyone with that uniform?
kann ja seine Flasche rausholen zum Heilen, aber das Problem ist, er macht gar nichts. Oh, ich hasse es, wenn er da oben auf dem komischen Felsen rumglitscht. I hate it. Ach so, genau. Er weiß wieder genau, wer ich bin von meinen 45 Doppelgängern. Das finde ich auch so schade, ne? Er weiß genau, welcher ich bin. Was die komplette Mechanik useless macht. Okay, interessant. Er macht einfach Flickflack Overdeck. Bro, wo? Ich stand doch außerhalb von dem Scheißgebiet. Ja, jetzt machen wir ihn aber. Jetzt machen wir ihn easy. So dumm, Junge. Junge, mein schwerer Angriff backt in seinen rein und ich werde weggeschleudert. Oh mein Gott, obwohl ich in der Luft war, kriege ich von diesem Bodenangriff Damage. Obwohl ich 3 Meter in der Luft bin, kriege ich von diesen Ranken auf dem Boden Damage und werde weggeschmissen. Was per se schon mal überhaupt keinen Sinn macht. Ja, der Pascalis tut mir sehr leid. Der Bug hat deine Punkte gekillt. Aber das konnte ich leider nicht ändern. Weil das Geile ist ja, er macht ja diese Ranken, die aus dem Boden kommen. Und du siehst ja, wo die Ranken sind. Und jetzt imagine, ich bin hier oben. Und die Ranken machen mir trotzdem Damage. Ich weiß, es ist kaum vorstellbar, aber das ist genau das, was gerade passiert ist. Dürfte nicht sein, macht doch keinen Sinn, aber war leider so. Also rein theoretisch haben wir ihn gerade besiegt, ne? Aber das Game wollte es nicht. Deswegen machen wir ihn jetzt einfach nochmal kurz. Easy. GG.
Und jetzt gerade hatten wir den Bug nämlich nicht. Und zwar übertrieben easy. Was war denn der schwerste Boss bis jetzt? Dankeschön. Wie hässlich der da sitzt, Alter. My king, I'm sorry for my lateness. I turned to them, but none offered help. My lady, forget it. I implore you to show mercy and spare my son. He is the last of the Yaksha's bloodline in the West. Also es war jetzt aber einer der einfachsten Bosse, fand ich, ne? Tragic and twisted. Now he poses a threat no more. Should you grant him mercy? I, Rakshasi, and the Bull King shall retreat ourselves to secluded meditation. Along with our children, we will never leave the mountain again. Was war denn der Endboss von Kapitel 2? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Kapitel 2 war die Wüste. Was war denn da der Endboss, Junge? Flames have paved my way. Through flames. Vain was my flame for revenge destined to stray. Das war der Endboss. Ach, stimmt. An den habe ich gerade gedacht. Aber ich dachte mir, das war doch nicht der Endboss. Das Rattending. Der war krass. Den fand ich richtig, richtig schwer. Alle anderen sagen, sie haben den nach 3 Versuchen gemacht. Den fand ich richtig crazy. Ich frage mich ja wirklich, ob diese chinesische Sage dann, also ob das so wirklich alles da drin stand. Und dann kämpfte Wukong gegen den Dämonenkönig, was weiß ich was, der dann sich selbst seinen Fingernagel in den Hals gerammt hat. Also wie originalgetreu ist das hier? Atoned through deeds, Black Bear. Take this pair of eyes. You've served the righteous cause, Yellow Rat. These ears are yours. Your power has gathered anew, Yellow Rat. Keep this nose. You've endured hardships, hunted iron. Go with the town. And the bull, it is the hardest to turn against a sworn brother. You can have his body. Also ich finde, Filat sollten eigentlich noch ein paar Punkte abgezogen werden. Dafür, dass er 20 gesagt hat und so extrem daneben lag. Ich finde, Filat sollte seine ganzen Punkte unter allen anderen verteilen. Das wäre eigentlich fair. Warte mal, war ich das?
Ey, ich hab kaum Damage abbekommen, Junge. Ich kann niemals so schwer verletzt sein. Aber sehr, sehr starke Cutscene wieder. Sehr, sehr cooler Artstyle. Oh, wir sind wieder in der Anfangsschlacht im Himmel. Your reluctance is plain, just like my own. They forced me to drink from the river of childbearing, to bear that boy in my womb. If not for that monkey, we could have lived our separate lives in peace. As if none of this had happened. You're cute. You knew who I was from the start. Why do you choose to be their lapdog? I never wanted to sever our ties. If kinship means anything to you, give me that relic and let me avenge my people. Wir spielen nicht Wukong. Your brother, I've disciplined. Your boy, I've given away. Your wife's fan. Today, I'll take it with me too. Find a master and serve the right. It's the only path left for the likes of us. Don't you understand, brother? Wukong! I took out the bull's concubine with a whack of my rake, too! Turned out, oh, she was a fox squire! Also geile Cutscene wieder, aber ich bin wieder maßlos überfordert. Ich bin wieder wirklich hemmungslos überfordert. Was passiert? Das im Film war gerade Wukong, das habe ich mir fast gedacht. Brother, take care of your wife and children. And remember,
steer clear of my remains. Mach dir nichts draus, ich verstehe auch nichts. Sehr schön. Leben getauscht. Yakshas are the mightiest of the eight legions, after all. Be your body hard as metal, meeting death in scores is inevitable. Yet, why did you endure the fish and those carts just as poorly? You rush like wind with a clouded mind. It's your desires that shape what you see. Had your mind been less unsettled, would you still have fallen for that child's play? Haste oft blinds, while patience illumines. Next time, can you still fulfill as Wukong without Baji? Baji. So, neues Relikt. Neue Stufe. Bananenblattfächer. Feiner Goldfaden, himmlisches Band, Kuhnstahl. Aber nicht das Zeug, das ich brauche. Leider. Muss mehr Untertitel lesen? Untertitel lese ich schon. Ich kann ja auch Englisch, also. Theoretisch brauche ich gar keine Untertitel. Ich gebe die eigentlich nur für euch an. Aber so grundsätzlich, aber ich predikte, im 2025 wird irgendwann auf Netflix kommen Wukong. Ich sehe da wirklich eine Netflix-Serie drin, muss ich ehrlich sagen. Das wäre so genau Netflix ihr Ding, einfach eine Wukong-Serie zu machen. Predikte ich für 2025. Und wenn es kommt, werde ich euch sagen, ich habe es euch gesagt. Oder ein Anime, aber ich sehe das eher so als Live-Action. Bin ich ehrlich. Über Wukong gab es, glaube ich, schon Filme. Ja, mit Sicherheit gab es darüber schon Filme. Aber keine Netflix-Adaption. Eine Netflix-Live-Action-Serie. In einem anderen Leben stirbt nicht der Stier, sondern der Affe mit den Erinnerungen. Was wäre, wenn er gelebt hätte? We're getting home, son. Not getting all worked up. That old monkey is going to be at the mountaintop no matter what. We don't have to rush. We've gathered the five relics, just as he said. All we need now is the sixth one he has. So, fünf Relikte haben wir, das sechste fehlt uns noch. So, das sechste fehlt uns noch und das werden wir hier höchstwahrscheinlich im letzten Kapitel bekommen. So, wir sind in Kapitel 6 von 6. Wir haben es 20.30 Uhr. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir das Game hier heute noch durchkriegen. Aber kommt drauf an, wie lang das letzte Kapitel ist. Aber trotz allem erstmal hier an der Stelle ein kleiner Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. YouTube, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im letzten Kapitel. Bis zum nächsten Mal.